Könnten wir hier eigentlich Mineral noch hinsetzen. Tech-Punkte sind soweit auch wieder höher gekommen. Hier sind jetzt schon 3 Greed. Das ist nicht so geil. Im Ganzen können wir jetzt hier noch ein paar Technologiepunkte aufgeben. Es läuft auf jeden Fall besser, habe ich das Gefühl. Besser als die vorigen Spiele, die ich gemacht habe. So, 120 kommen wir noch nicht ganz ran, aber hier ist eine neue Grenze erschienen. Animal. Schauen wir mal da ein Animal hin. Ah ne, noch nicht. Ich warte erstmal, bis das ein bisschen rangekommen ist. Oh, die ziehen in Krieg. Oh, 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 Moment. Aber nicht mit mir, Fräulein. Was soll das denn hier? Ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. Hier, mache ich einmal kaputt hier. Platsch. Sterbt. Wie? Die können nicht sterben? Doch. Wir müssen den Krieg verhindern. Wir machen hier mal den Ozean, keine Ahnung was hier. Moment, wir müssen hier irgendwas tun. Hey, was ist los? Erdbeben, macht was. Mach mal hier Erdbeben, mach das Schiff kaputt. Oh, ich glaube, jetzt mache ich das, egal. Sind die jetzt tot? Einfach in den Krieg ziehen. Haben sie ja nicht mehr alle. Die hier reißen sich da auch an Riemen. Können wir nicht einfach in den Krieg ziehen? So. Animal habe ich gesagt. Da können wir Animal spawnen. Es gibt nochmal mehr Technologiepunkte, oder? Deep Mine. Ne, gibt es nicht. Gut, dann können wir das wieder wegmachen. Machen wir da nochmal Advanced Minerals drüber. Habt ihr euch jetzt hier langsam mal beruhigt, ihr Schweinebacken? Gibt's noch nicht. So, wie weit sind wir hier? 31 von 40. Das heißt, wir müssen hier nochmal irgendwie an Tech-Punkte kommen. Ich leg da jetzt nochmal Herbs hin. So, dann kommen sie auch hoch. Wenn ihr jetzt gleich nochmal in den Krieg zieht, Freunde, dann mache ich das gleiche wie gerade. Ich reiß euch die Hütte ab. 120 schaffen wir auf jeden Fall. Sogar noch bevor wir den anderen da haben. Das ist ja sehr interessant. Das funktioniert ja sehr, sehr gut. Salzmine, da unten arbeitet sogar einer. Das sieht ja witzig aus. Unten knüppelt einer das Salz raus. The Alchemist is completed. Sehr gut. Wir haben da einen zweiten Swam-Typen und wir brauchten doch irgendwo noch den Swam-Typen. Für dieses Herd-Ding, glaube ich, war das. Und wie sieht das hier aus? Das ist gleich auch fertig. Dann haben wir wieder was geschafft. Sehr gut. Was ist das hier? Das ist gar nichts. Gross. Da war Hurt. Da war irgendwas mit Hurt. Ich will jetzt erstmal dieses Hurt-Ding machen. So, jetzt haben wir hier wieder was. Und zwar ist hier einer dazugekommen. Wer hat denn jetzt noch keinen drauf? Ich glaube, der Swamp-Typ, ne? Genau. Der kann sich dann den da schnappen. Hier wird jetzt nicht mehr gekämpft, Freunde. Das ist ein Reaction. Reaction Aspect. Wofür brauche ich das denn?
Ah da, Reaction Aspect. Komm mal hier rüber und mach das mal. Ach, die wollen schon wieder in den Krieg ziehen. Hier, Steintyp, du hast doch gerade eben so gute Arbeit geleistet. Komm mal hier rüber. Die haben sie nicht mehr alle hier. Die sind hier irgendwie... Ich weiß nicht, die haben irgendwie was Falsches gefrühstückt oder so. Wir haben auf jeden Fall 364 Prosperity. Das ist eigentlich schon ziemlich geil. Das haben wir eigentlich schon ziemlich gut hingekriegt. So, jetzt hauen wir den hier aber mal eine runter. So. Und... Rums! Und Rums! So. Wenn ich hier noch einmal hier so rumkacken sehe, dann ist hier aber vorbei, Freunde der Nacht. Oh, jetzt habe ich hier beinahe das Feld kaputt gemacht. Egal. Was brauche ich da? Grow oder Toxic? Toxic habe ich, glaube ich, nicht, ne? Dann nehmen wir den Grow. Und was haben wir hier? Hier sind alle wieder friedlich. Zweimal einen Krieg gewonnen. Ja, gut. Wir haben ja den Krieg für die gewonnen. Die wollen schon wieder einen Krieg starten hier. Die Idioten. Ich glaube, wir müssen hier mal irgendwie dieses A hier hinkriegen. Wer konnte denn nochmal dieses A hier? Der hier. Ave war es, genau. Ave. Dann bauen wir doch hier einfach mal Minerals hin. In der Hoffnung, dass sich die Grenzen noch mehr erweitern. Und dann geben wir dem Ganzen hier doch Ave. So. Gilt das jetzt für die? Anscheinend noch nicht. Naja, vielleicht wird das ja noch. Gilt das auch hier für Strawberry oder was? Plus 5 Ave. Na, das sieht doch mal gut aus hier. Kann ich die nochmal growen lassen? Sollen sie nämlich mal hier so ein bisschen die Schotten dicht halten, die blöden Fette. Machen wir die auch hoch. Gibt nämlich auch plus 5 Ave. Dann kacke ich mal gerade auf die ganzen Punkte. Da können wir dann lieber hier hinten nochmal ein Mineral hinsetzen. Weil das hier zählt ja gerade nicht. So, was ist hier hinten los? Das ist schon krass, ey. Sich um zwei Städte kümmern, das ist schon nicht so einfach, muss ich mal ehrlich sagen. Da können wir da hinten und hier können wir auch noch was. Machen wir mal hier Exotic Animals, oder? Habe ich jetzt gerade mal Lust drauf, da Exotic Animals hin zu platzieren. Und die dann hier... Ah ne, das geht nicht. Okay. Da können wir aber bestimmt hier... Was ist das? Nehmen wir das hier. So, hast du hier dein Mineral gemacht? Sehr gut, sehr gut. Dann hau mal hier das da rein. So. Wir sind auf 390. Schon ziemlich krass. Das steigt ja auch die ganze Zeit, wenn ich hier jetzt noch irgendwie was mache. Sehr geil. Schaut da mal. Was kann ich denn da jetzt vielleicht noch reinpacken? Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht natürlich. Nehmen wir nur Food. Ach komm, nehmen wir Food. Das ist, glaube ich, nur um einen höher, ne? Oder? Ja. Irgendwie schon. Keine Ahnung. Hier hinten ist auch noch Platz. Was haben wir denn hier stehen? Animal Shelter. Next to an enemy. Deep Mine. Was ist denn eine Deep Mine? Krieg ich denn eine Deep Mine hin? Mach ich mal das dahin. Vielleicht funktioniert's.
Ich pack mal gerade das Headset weg. Ich spiele das gerade ohne Ton. Das müsste auf jeden Fall ein paar Achievements geben. Oder Developments, wie die es ja hier nennen. So, ist hier noch wieder Kriegsstimmung oder was? Ah, das geht langsam zurück. Hört sich auch so. Kann ich hier noch irgendwas machen? Hier könnte ich noch einen Aspekt drauflegen. Was habe ich denn so für Aspekte noch? Kann ich da das drauflegen? Aha. Auch das? Nee, das geht nicht. Das geht auch nicht. Okay, dann. Dann nehmen wir das. Nee, wir nehmen das. Ah nee, das geht gar nicht. Ja gut, dann müssen wir das nehmen. So, hier ist die Mine. Und da haben wir halt nur dieses Seismic. Da bleibt uns also nichts anderes übrig. Daraus machen wir dann wieder eine Salzmine. Geben dem Ganzen wieder Seismic. Und dadurch bekommen die wieder Awe. Ah, hätte ich jetzt noch Crystal Aspect, hätten wir das Ganze hier sogar noch besser machen können. Die anderen sind noch nicht freigeschaltet. Ach, die Otter kann ich auch noch aufrüsten. Okay. Das wieder. Was ist jetzt hier raus geworden? Rabbits! Kann ich aus den Rabbits jetzt hier... Kann ich da auch irgendwas anderes draus machen? Nee, ne? Wie auch immer dieser... Das ist schon krass, was ich jetzt hier so alles an Punkte habe. Aber ich glaube, ich gehe gerade wieder rückwärts, weil ich hier so durch einige Veränderungen das Ganze so ein bisschen schädige, will ich mal sagen. Aber dafür zählen jetzt hier die Technologiepunkte, die wir da reingepackt haben. Ich komme auch noch nicht mit allen Symbiosen klar, die man so machen kann. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Komm mal hier gerade wieder zurück. Ja, muss auch noch was hin. Hand habe ich ja, glaube ich, nicht, ne? Ne, Hand wäre Desert. Desert haben wir ja nicht. Was ist das denn da? Sind die Grenzen jetzt im Wasser? Das ist ja interessant. Was hat denn noch Fährten? Kann man eigentlich das nochmal hinlegen? Machen wir noch ein paar Fährten mehr. Ich habe ja gesagt, ich nenne das hier Fährten, dieses Gelbe. Ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll. Wells, ich komme gerade nicht drauf, was das heißen könnte. Die Zeit ist gleich auch um, 1,5 Minuten noch. Lesser Nobel. Nobel haben wir nicht. Bräuchten wir Desert für. Müssen wir das hier nehmen. Da können wir dann das wieder draus machen und dann wieder da einen raushauen. Haben wir wieder plus 5 Awe, dann haben wir hier 19 Awe. Hier haben wir nur 8, aber das ist immerhin schon mal etwas. Die lasse ich jetzt mal so. Da mache ich jetzt einfach nochmal Blueberries hin. Nein, 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 mache ich nicht. Ach, verdammt. Die Animals machen ja hier mehr Food. Das habe ich gar nicht bedacht. Das war dumm. So, jetzt stimmt's wieder. Gut, klingt gut. Aber irgendwie gibt das gar nicht mehr, ne?
Ist mal irgendwie weniger geworden. Es sind jetzt nur zwei. Vorher waren es mehr. Mach ich da lieber wieder die anderen hin. Und dann einmal groan. Oh, die schlafen jetzt gerade alle ein. Das Groan kommt noch. Sehr gut. Ja, dann schlaft meine lieben Riesen. Und dann gucken wir mal, was wir denn so erreicht haben in dieser halben Stunde. Na? Schlaf ein. Alle schlafen, nur du noch nicht. So, geht doch. Oha. Jawohl, 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 jawohl. Da haben wir einiges geschafft. Wir haben mittlerweile 10 von 69 Developments freigeschaltet. 2 Stück fehlen noch. Also wir sollten eine Ära mit 250 und 450 haben wir gemacht. 100 in einem Forest Tribe. Wir haben eine Ära mit 250 in einer Stadt. Ach ja, genau. Und 250 insgesamt. 100 in einem Sumpfgebiet. Und wir haben eine Ära. Achso, das hatten wir, glaube ich, sowieso schon gemacht. Oder? Ja, ich meine schon. Finish Game. Ja. Gut, dann bleiben wir jetzt einfach mal an dieser Stelle. Load Game. Autosave. Achso, ne. Okay. Man könnte also auch mittendrin speichern. Wahrscheinlich für die 2-Stunden-Spiele. Das ist gut zu wissen. Wir müssen also noch ein paar mehr anlocken. Dann wird es doch mehr Zeit benötigen als gedacht. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass euch das bis hierhin gefallen hat. Und würde mir wünschen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt, ob ich das Ganze weiterspielen soll oder nicht. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen weitermachen. Aber ob ich auch wirklich versuchen soll, auf die 120 Minuten Spiele zu kommen oder eben nicht, das hängt von euch ab. Mir macht das Ganze auf jeden Fall Riesenspaß, weil es gar nicht mal so einfach ist, das so zu kontrollieren und zu handeln und mit diesen ganzen verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Das ist echt gut gelungen. Ich freue mich, dass ich mir das mal so spontan geholt habe. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet, wenn es heißt Let's Play Reus hier mit mir, Jabu LP, auf dem Kanal Jabu LP. Also bis morgen. Tschüss, macht's gut.